Weiter geht's mit Ara History Untold, auch mit leicht angeschlagener Stimme. Und vielen Dank für eure Kommentare. Es waren wirklich extrem viele und extrem gute Dinge dabei. Also eigentlich ist alles gut, aber auch, es gibt auch Dinge, die sind sehr gut. Und grundsätzlich habe ich auf jeden Fall vor, eine Religion zu gründen. Das sehen wir hier unten. Das machen wir jetzt auch als allererstes. Und wir wollen natürlich eine Religion gründen. Und das wird eine individuelle Religion sein. Wer meine Let's Plays kennt, weiß, es ist selbstverständlich der Nerdismus. Und normalerweise haben wir einen Löwen als Symbol, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es hier einen entsprechenden Löwen gibt. Ansonsten nehmen wir auch so ein Pferdchen oder sowas. Und wir denken uns, das wäre ein Löwe oder ein Adler, ein Falke, irgendwie sowas ist auch okay. Beziehungsweise Adler, der Löwe, der Lüfte. So, pass mal auf. Wir stellen uns vor, das wäre ein Adler und wir nehmen einfach den hier oder ein Herz. Ein Herz ist auch okay, das können wir auch nehmen. So, und jetzt müssen wir unsere Verbesserung auswählen. Da gerne nochmal in die Kommentare. Ich habe da auch nochmal nachgelesen. Die Effekte sind die gleichen Prestige- und Religionsverbreitungsdistanz der Stadt. Das ist durchaus eine wichtige Sache, aber es unterscheidet sich vor allen Dingen in den Baukosten. Und für uns gibt es eigentlich zwei Dinge, die wir machen könnten. Die Kathedrale würde auch zu England passen, aber der Tempel an sich auch. Und ja, im Prinzip ist egal, ne? 5 Kerzen werden wir wahrscheinlich so schnell nicht machen. Farbglas. Pass auf. Ich hätte gern einfach die Kathedrale. Komm, wir nehmen die Kathedrale, nehmen das mit 10 Farbglas, damit das einfach hier entsprechend läuft. So, bei den Religionen gibt es dann die Verse und das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben und das ist auf jeden Fall eine mächtige Sache. In den Versen werden hinterher ganz, ganz, ganz mächtige Boni aktiv. Und das sind Dinge, die müssen wir auf jeden Fall nutzen. Dann eine weitere Sache habt ihr mir geschrieben. Danke dafür, dass wir auf jeden Fall nochmal nach dem Handel gucken sollten. Da will ich euch auch gleich noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Die Sachen, die im Handel gehandelt werden, werden nicht von euch abgezogen, sondern aus dem Nichts erzeugt. Als Handelsware. Das ist ganz wichtig und Handel ist ja begrenzt auf die Anzahl der Händler, die ihr habt. Das könnt ihr über diverse Sachen erhöhen im Spiel und das ist sehr interessant, weil wir dadurch ihn natürlich auch, oder weil er bei uns handelt und wir natürlich auch viel besser bei ihm handeln können. Und im Moment gibt es eigentlich so 2, 3 Dinge, die ich noch gerne hätte. Unter anderem hätte ich gerne tatsächlich die Eisenwerkzeuge. Und ihr seht, das sind 1 von 5 Runden. Die Frage ist, ob wir da eventuell noch was anderes zunehmen. Und da würde ich tatsächlich die Barren nehmen. Und da hätten wir auch nochmal 1 von 5 Runden einen Barren. Und erforderliche Händler 3, verfügbare Händler 2. Tja, jetzt könnte man überlegen, dass wir uns den hier, dass wir den hier sein lassen und den wieder rausschmeißen. Dann sagen wir mal, verfügbare Händler 2. Also erforderliche 2, verfügbare 2. Ich denke, die beiden sind im Moment noch wichtiger als die anderen. Jetzt hätten wir theoretisch halt noch einen anderen Händler. Da bin ich mir noch nicht sicher. Wir könnten dort noch irgendeine andere Sache, zum Beispiel die Körbe uns holen. Ich weiß es aber ehrlicherweise nicht. Also einer pro Runde ist halt schon mächtig. Wir verbrauchen halt irgendwo Körbe. Ich weiß halt auch nicht, ob wir die nachproduzieren. Pass mal, wir gehen mal kurz raus. Und gucken mal. Zeit bitte. Ob wir irgendwo die Körbe produzieren. Ich glaube nicht. Dann wäre es eine Möglichkeit, dass wir uns über die Route auch noch Körbe dazu holen. Und wir brauchen die aber, glaube ich, hier, ne? Ja, in 2 Runden sind die erschöpft. Wir kriegen eine Runde Chor. Die Frage ist, ob wir bei einer Stadtproduktion nicht langsam dann irgendwas Besseres haben. Oh, der bringt halt auch 10 Wohlstand, ne? Das ist schon mächtig. Pass auf, wir nehmen uns noch einen Korb mit dazu. Ich denke, das wird die bessere Wahl sein. So, Handel.
die beiden bitte einen Korb noch bestätigen. So, und sind alle drei Händler aufgebraucht und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. So, dann haben wir die Wissenschaftsmeldung. Kommt eine Einladung, ja, Leute, ganz klar. Wissenschaftlicher Berater und einige der anderen großen Wissenschaftler unseres Landes gebeten werden, einem internationalen Rat zum Austausch von Ideen beizutreten. Entdeckungen sollen geteilt und Erfindungen zur Förderung des Wissens für alle vorgestellt werden. Tja, ganz klar, ablehnen. Nein, wir nehmen das natürlich an. Warum sollten wir das auch ablehnen? So, in Colchester, tja, ist der Keramikladen und hier ist die Frage, ob wir eine Ziervase bauen oder eine richtige, ne? Wir brauchen die ja eigentlich für viele andere Dinge. Wir benutzen die mal. Tja, könnten wir eigentlich so machen. Ich denke, das Geld können wir rausschmeißen. Und die Materialien auch. Wir brauchen die ja nicht zwingend jetzt für irgendwas. Ja, komm, ein Material dafür in 4 Runden. Ja, das ist okay. Das machen wir mal. Dann lassen wir die erstmal unendlich weiterbauen. Die können wir ja für diverse Dinge nutzen zum Boosten. Ich denke, das ist ganz okay. So, also, das haben wir. Dann können wir tatsächlich nochmal gucken, ob wir hier drin ja, wir können die Metallwerkzeuge hier boosten lassen. Wir können mal schauen. Wir sind bei 115 und wenn wir auf Metall wechseln, 123. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, eine Kräuterarznei braucht 400. Tja, am besten wäre es, wenn wir Alraunen oder Tee hätten. Das ist so das Ziel, jede Runde eine Kräuterarznei. Dann können wir uns dort eine ganze Menge Probleme ersparen. Wir brauchen halt auch vor allen Dingen die Gesundheit. In 5 Runden ist die Stadt nochmal einen Rang größer. Dann kriegen wir einen Anspruch, wir kriegen einen Experten, da müssen wir uns genau überlegen, wo wir den hinpacken. 2 Forschungspunkte, ein bisschen Produktion und der Stadtmultiplikator wird erhöht. So, wir haben einen neuen Erlass. Stamm entdeckt, Neu-Elsass. Und ansonsten habe ich gesagt, hier unten eine Stadt gründen. Fände ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir gerne machen. Was ich schade finde, dass wir hier nicht durchkommen, das ist natürlich extrem ärgerlich. Und ich würde sagen, hier und dann hier rauskommen, ne? Das wäre eine Möglichkeit. So. Der Krieg ist zu Ende. Oh, er hat die Stadt zerstört. Ist das gut für uns. Dauphin. Guckt euch das an. 9er schon. Da purzeln schon die Glückskreuze hoch. So, wir haben den Altar abgeschlossen. Genau, das haben wir gesehen. Wir sind ja jetzt dabei, hier zu bauen. Den Wasserbrunnen machen wir. Dann müssen wir gleich noch eine andere Sache machen. Wir haben die Kräuterarznei aktiviert. Wir haben ein Seil und einen Keramiktopf gebaut. Sehr gut. So, dann gehen wir einmal kurz nach London. Der Wasserbrunnen. Der Wasserbrunnen kostet 5 Runden, den können wir noch nicht boosten. Das sollten wir dann durchaus in der nächsten Runde machen. Jetzt gehen wir mal hier oben hin. Ich mag es ja nicht, wenn da irgendwas blinkt. Das sieht eigentlich gut aus. Die Werkstatt produziert Pötte. Da bräuchten wir Metallbarren, um das zu boosten. Das können wir gern einmalig machen. Ja, machen wir erstmal 5. So, 3 Metallbarren pro Runde ist halt auch schon heftig. Also muss man ganz ehrlich sagen. Wir kriegen jetzt gerade, ich weiß gar nicht, bei wie viel sind wir? Wir sind bei 0,4 pro Runde. Ja, wir haben Inventar 2. Hoffen wir mal, dass wir bald mal einen kriegen. Okay, das haben wir noch nicht. Da arbeiten wir dran. Da gucken wir mal, wenn wir 5 Runden die Technik haben. Wir könnten schon mal schauen, was wir hier brauchen. Keramiktöpfe werden noch gebaut. Metallwerkzeuge produzieren wir eh. Räder haben wir nicht. Könnten wir im schlimmsten Fall auch einkaufen. Also das kriegen wir grundsätzlich hin. Ja. Den würde ich tatsächlich trotz alledem hier vorne bauen. Nächste Runde. So, und bevor wir jetzt in die nächste Runde gehen, habe ich noch eine ganz, ganz geniale News für euch. Ich habe ein bisschen im Reddit gesucht und das gefunden. Quelle findet ihr im Bild. Reddit RStory Untold
Und dann in den entsprechenden Comments. Und es gibt demnächst, so haben die Entwickler es gepostet, eine Upgrade-Möglichkeit für die Einheiten. Finde ich richtig, richtig gut. Von, ihr seht es dort auf dem Bild, von einer gewissen Unit-Einheit zu einer gewissen Unit-Einheit. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ihr seht die Änderungen, die das braucht und die Kosten, die wir dort brauchen. Da freue ich mich wirklich drauf, denn gerade das ist einer der Sachen, die ich ganz, 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 ganz mega doll vermisse in Error History Untold. Und wirklich eigentlich auch mit überlege, das ist auch so eine Sache, das hätte eigentlich auch von Anfang an dabei sein müssen. Aber anyway, unwichtig. Es soll kommen und das ist für mich tatsächlich die wichtige Sache. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, Quelle findet ihr dort im Bild. So, dann gehen wir weiter durch. Was ist das denn? Der Nerdismus wurde gegründet. Oh, ist das toll. So, wir können einen neuen religiösen Vers ausprobieren. Tja, Nerd, unser, der du bist im Video. Ein Wohnraum in allen Städten. Wissenschaftliche Verbesserungen gewähren eine Forschung. Ich bin ja am Überlegen, ob wir das hier nutzen. Gerade, ich glaube, gerade in den neuen Städten wäre das mächtig. Wie sieht es denn hier aus? Guck mal, da wären wir schon, da hätten wir schon einen Bonus. Da hätte man auch einen Bonus. Das ist aber noch nicht so schlimm. In Colchester sind wir auch bei 10. Und in Portsmouth sind wir dann bei 4 sogar. Und wir bräuchten hier eine ganze Zeit nichts bauen. Also der wäre schon mächtig. Ansonsten wissenschaftliche Verbesserungen gewähren eine Forschung. Wir haben das Problem ist, wir haben noch keine wissenschaftlichen Verbesserungen. Und bei der Produktionseffizienz, die wir haben, weiß ich nicht, ob wir die bekommen werden. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die gesellschaftlichen Anstrengungen für uns im Moment tatsächlich die beste Option sind. Und dann haben wir hier 11 und das ist schon ziemlich mächtig. So, wir kaufen den Wasserbrunnen. Ist das ganze Vermögen weg? Ja, okay, da müssen wir noch eine Runde warten. Ansonsten kriegen wir Produktionsprobleme. So. Dann gehen wir von oben durch. Ein Festmahl wurde gefertigt. Kräuterarznei, genau. Aber wir müssen, pass mal, wir müssen uns nochmal um was anderes kümmern. Um das Gesetzbüchlein. Ich weiß gar nicht, wo wir das jetzt gerade fertigen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir das eventuell gar nirgends machen. Da, ne? In 4 Runden ist das erst fertig. Wie viel Produktion haben wir denn hier? Nicht allzu viel, ne? Wir könnten hier noch ein Material reinpacken. Und noch eine Nahrung. Dann wären wir bei 2 Runden. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Ärgerlich. Es gibt immerhin 15 Wissen, die uns flöten gehen. Ja, das holen wir uns in 2 Runden wieder. Wir haben jetzt auch nichts wirklich, was wir sonst machen könnten. Haben wir schon ein drittes Metall? Dann könnten wir da was reinstecken. Ne, noch nicht. Okay, gut. So, Feind in der Nähe. Tja, ist mir egal, soll er mal kommen. Beziehung von Polen hat sich von neutral zu freundlich gewechselt. Oh ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ob wir eventuell offene Grenzen mal vorschlagen sollten. Also meine Erfahrung im Spiel ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr euch, schreibt ja gerne auch mal eure Kommentare rein. Wenn er euch keine offenen Grenzen vorschlägt, brauchen wir es nicht ausprobieren, weil das nicht machen wird. Das ist so meine Erfahrung im Spiel. Das heißt, wenn er es will und macht, dann schlägt er es vor. Das finde ich eine sehr, das finde ich schade. Das ist übrigens auch einer der Kritikpunkte, woran sie auch arbeiten, dass man nicht sieht, was, wie, wann, wo, weshalb. Ja, da gibt es ja bei Civ die Möglichkeit, über die Icons zu hovern oder sowas, um mal zumindest mal so ein bisschen zu sehen. Hier haben wir ganz wenig Einflussmöglichkeiten. Es ist jetzt so, wir könnten gucken, dass wir eventuell zu Nikolaus eine Straße bauen, weil wir denn wissen, wo er ist. Oh, ich weiß, wo er ist. Da hinten. Was haben wir denn generell für Straßenbaumöglichkeiten?
Mit ihm sind wir verbunden. Ja, wir sollten auf jeden Fall nach Portsmouth eine bauen und nach Oxford hier runter. Pass auf, das müssen wir mal angehen. Dass wir auf jeden Fall von hier nach da eine bauen. Kostet uns 10 Materialien. Das machen wir. Und dann sollten wir auf jeden Fall von dort nach dort eine bauen. Kostet nochmal 15. Machen wir auch. Dauert 12 Runden. So, dann haben wir unsere Straßen, unsere Sachen angeschlossen und sind dann in einem Straßennetz mit dem Franzosen. Aber wir wollen ja dahin. Durch die Berge kommen wir nicht durch, ne? Dann gehen wir mal mit ihm in die Richtung. Da ist nämlich auch jemand. Das ist einmal bauen bitte, genau. Das ist der Weiß-Rote, aber das ist doch nicht der Pole gewesen. Tja. Wir lassen es mal bleiben. Wir gucken erstmal, wo er ist, bauen ein Sträßelchen und dann gucken wir mal, ob wir weitergehen. So, du gehst bitte da lang. Aber die Frage ist ja nach wie vor, ist das Leonie? Leo ist rot. Wer ist denn der Weiße? Oh, ist das tatsächlich? Kennen wir den noch nicht? Eine unbekannte Gesellschaft. Ah, Simon Bolivar, mein geliebter Simon. Er ist tatsächlich neutral. Er hat erst 3 Städte. Das ist ja ein unglaublich. Sage ich jetzt nichts zu. So, widerstehen. Auf Widerstehen. Wir können. Das haben wir gesehen. Das ist sehr gut. Wir haben ein Brot erzeugt für Colchester. Wie sieht denn das da aus mit der Produktion? Ja, check. So, ein religiöser Vers ist jetzt im ganzen Land aktiv. Das ist sehr gut. Der Wasserbrunnen, da haben wir gesagt, das machen wir noch nicht. Das machen wir in der nächsten Runde. So, Theokratie brauchen wir uns noch nicht angucken. Ist für mich jetzt momentan uninteressant, weil ich die Boni der Republik aktuell einfach nicht aufgeben will. Das ist mir einfach zu genial, was das Ding bringt. Wir könnten halt, also die Theokratie bietet natürlich die Religionsverbreitungsdistanz. Ja, das wird besser. Ist mir aber in dem Fall herzlich egal. Zumindest für den Moment. Wir nehmen da lieber die anderen Sachen. Habe ich jetzt gewechselt? Nee, scheiße, ich bin gewechselt, ne? Abbrechen. Quatsch. Nee, ist ja Blödsinn. Ich will doch die Republik behalten. Da oben wollte ich drauf gehen. So, jetzt ist besser. So, Anspruch erzeugt. Ja. Und da habe ich mir schon mal angeguckt, was wir nehmen. Und ich würde tatsächlich gerne Birmingham nehmen. 4, 2, 2. Geiles Teil. Da können wir uns mal überlegen, was wir machen. Das ist schon mächtig. Alternativ ging auch das Schäfchen hier. Oder hier Hastings wäre auch gut. Da hätte man 5. Da können wir dann Kupfer produzieren und Felle und so. Das Problem ist, das brauchen wir alles noch nicht. Also wir müssen eigentlich mehr Nahrung produzieren für diese Stadt. Deswegen einmal den Bezirk bitte. Und dann werden wir dort ein paar Nahrungsbezirke bauen. So. Zug beenden. Tja, haben wir alles gemacht. Wir müssen einmal nach London gehen. In einer Runde ist er fertig. In zwei Runden ist er gebaut. Tja. Da haben wir dann leider eine Differenz, die wir noch nicht lösen können. So, und jetzt werden wir den Wasserbrunnen bauen, bitte. Blub, jetzt haben wir das Geld nämlich. Zack, fertig. So, Straßen sind im Bau. Genauso wollen wir das. Wer bist du? Polen? Ja, mach keinen Scheiß hier, ne? Also, was ist bei dir los? Im Ernst jetzt, mach keinen Ärger, Freundchen. So, da haben wir tatsächlich einen neuen getroffen. Jung Gwang Song, Hallöchen. Seoul, Deogyang. Ja, die hat, was, 2 Verbündete, die uns noch unbekannt sind. Alter Falter. Okay, das ist natürlich heftig. Kommen wir nicht durch. Gehen wir mal in die Richtung. So, Colchester ist untätig. Tja, jetzt können wir mal überlegen, was wir hier machen. Ich würde gerne
in Colchester das Wachstum ein bisschen boosten, dass die Stadt ein bisschen schneller wächst und auch durchaus den Wohlstand. Und jetzt können wir mal überlegen, wie wir das machen. Wachstum boosten wir natürlich mit einem weiteren Hof. Den können wir hier bauen. Alternativ wäre es möglich, dass wir hier zum Beispiel auch den Wasserbrunnen bauen. Da hinein. Und dann nochmal zwei Höfe drumrum. Ich würde fast sagen, das machen wir. So. Und dann würde ich eventuell sogar den Hof hier updaten. Ist das ein bewässerter? Nee. Aber wir haben... Ah, wir haben noch keinen... Ne, wir haben noch keine Metallwerkzeuge. Okay, dann geht's nicht. Aber dann können wir das schon mal machen. Wir gucken mal bei den Mähdreschern. Ne, wir haben keine Metallwerkzeuge. Okay, ist in Produktion. Müssen wir noch warten. Lasst uns einmal kurz schauen. Das ist alles im Bau. Ja, check. Ja, wir bräuchten Metallbarren, ne? Wir könnten einmal einen Zweierboost für Metallbarren holen, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich mir den lieber aufheben für die Töppe. Ich will einmal gerne eine Runde die Töppe boosten, dass wir dort einen kleinen Boost bekommen. So, da haben wir gewonnen. Er schickt schon wieder den nächsten, ey. Naja, gut. Sollen wir so machen. So, da... Ja, wir werden uns dort einmal verschanzen. Einheit untätig... Tja, was soll ich mit dir machen? Wir können uns hier befestigen und warten auf schönes Wetter oder so, aber das bringt ja alles nichts. So, Brot haben wir gemacht. Mhm. Wir haben einen Sieg eingefahren, das war zu erwarten. Nee, Schlacht brauchen wir uns nicht ansehen. Sägewerk abgeschlossen. Sehr schön, das sollte auf jeden Fall unser Holzeinkommen massiv boosten. Wunderbar. Feindliche Streitkräfte sind in Sicht. Ist mir egal, die sind schwach. Und wir haben Birmingham bekommen. Gut, da haben wir eigentlich alles gemacht. Wir gucken nochmal hier rein. Das sind die Ziele. Und warum leuchtet er auf? Weil wir jemanden kennengelernt haben, ne? Simon Bolivar. Wie ist denn Simon überhaupt drauf? Wir haben Marsch auf Bogota. 50 Bauproduktionen. Unabhängigkeit, abenteuerlustig. Also ist jetzt erstmal nicht kriegerisch, ne? Nee. Nicht, dass ich das sehe. Ansonsten hattet ihr noch gefragt, warum einige in die Kommentare geschrieben haben, dass ich den Ära-Übergang auf jeden Fall überleben werde. Ich habe es tatsächlich ausgeschaltet und wir werden uns, wenn der Ära-Übergang passiert ist, ganz tief in die Augen schauen und tatsächlich eventuell eine Abstimmung machen und uns überlegen, spielen wir weiter und versuchen wir, wie man so schön sagt, zu snowballen oder lassen wir das sein und versuchen das vielleicht in einer Schwierigkeit niedriger einfach nochmal das Ganze von null zu starten. Das sind die Sachen, die wir dann überlegen werden, wenn wir in der entsprechenden Runde sind. Das ist mir dann nochmal wichtig, dass wir in diese Richtung kommen. Ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Also ich habe es tatsächlich ausgeschaltet. Das heißt, ich kann definitiv auch im Spiel nicht vernichtet werden. Aber ob wir dann weitermachen, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich hätte Lust auf Snowballen, wenn ihr das nicht kennt. Snowballen bedeutet, also stellt euch einen kleinen Schneeball vor, den ihr von einem Berg runterrollen lasst und der unten als Lawine ankommt. Das ist ja auch das Prinzip der Schwierigkeit in Gottheit unter Civ 7 oder Civ 6, wahrscheinlich in Civ 7 auch, aber in Civ 6 zum Beispiel, wo du durch geschickte Platzierung von Bezirken, wie hier mit geschickten Produktionsketten, die am Anfang so viele Boni aufbaust, dass du unter Gottheit am Ende einfach überlegen bist. Es kommt halt der Punkt, weil die KI halt meistens doof ist, so auch in diesem Spiel, leider Gottes. Und durch Boni sich boostet und wenn du irgendwann den Punkt überschritten hast, dass du mit deiner Spielweise, die dann besser ist als die der KI, mehr Boni erzeugt hast als sie, dann bist du irgendwann besser und kannst sie fertig machen. So, und die Frage ist, wann dieser Punkt kommt. Wobei ich halt gerne mal versuchen würde, was wir machen müssen, um bis zum offiziellen Ende von uns so stark zu snowballen, bis zum Ende des Aktes 1, um den zu überleben, um dann weiterzumachen. Und deswegen ist das der Punkt, wo ich mir einfach noch nicht sicher bin.
Das wollte ich nur einmal erwähnt haben. So, Veranstaltung. Aufgeregter junger Mann wendet sich an ihn. Ja, ganz klar. Er verneigt sich tief, ehe er sie bittet, ihn als Lehrling zu akzeptieren. Seine Stammesältesten erklären, dass... Wir nehmen natürlich die erste Option. Und im Hauptort, da sind wir denn jetzt bei 100? Nee, 79. Ah, weil wir das Gesetz nicht haben. Da kommen aber nochmal 15 oben drauf. Das ist natürlich schade, ne? Nun denn, es ist wie es ist. So, jetzt mal gucken, ob wir alles gemacht haben. Produktionsketten müssen wir nicht mehr optimieren. Wir haben immer noch den nächsten Metallbarren nicht. Wann kommt der hier? Der kommt hier in einer Runde. Mhm. Das ist ganz gut. Dann können wir vielleicht in der nächsten Runde... Genau, 3 Metallbarren. Dann werden wir in der Runde... einmal die Produktion der Töpfe boosten. Das geht nur eine Runde leider, dann sind die verbraucht. Aber der Top ist halt extrem, extrem mächtig, ja. Wohlstand und Gesundheit. Und gerade bei Wohlstand kommen wir dann auf, sind das 15 gewesen? Ah, nur 10. Mist. Aber wir kommen zumindest auf, ah Mist, nee, das bringt uns nichts. Aber zumindest der bringt uns, was dann bei 70, 80... Das sind, glaube ich, 50% Bonus. Das ist halt unheimlich mächtig. Jetzt können wir gucken, ob wir da irgendwas haben. Der Kodex bringt 10 Wissen. Nee, will ich nicht. Ich will das Gesetz haben. Das müsste doch aber wieder da sein jetzt, oder nicht? Nee, nächst, in dieser Runde wird es produziert. So, Abkommen vorgeschlagen. Ja, Nikolaus, mein Schatz. Oh, sehr gut. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, mein Liebster. Ja, Nikolaus, der Beste. Nach Leopold natürlich, ja. Also nicht Leopold, nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen, bitte. So, dann werden wir... Ah, wir können erst nächste Runde wieder das vorschlagen. So, wir haben jemanden getroffen. Wer bist du denn? Orléans? Wir sind auf eine neue Nation aufmerksam geworden. Isabella, mein Schatz. Schön, dass du da bist. So, sie hat Jung Gwang Sung und im Krieg mit Johanna von Orléans. Deswegen greifen die uns alle nicht an, ne? Weil die alle sich gegenseitig, umbringen. Und als sie gesehen haben, wie wir ihn hier geschlagen haben. Sag mal, pass auf, mit dem müsste auch der Krieg jetzt abgelaufen sein, oder? Wo ist er denn? Xerxes. Ja. Aber das machen wir nicht. Das ist völlig sinnlos. Das gibt uns mittlerweile und ihm auch so unglaublich heftigen Malus. Wenn er das jetzt macht, rutscht er in einem Schlag unter uns und wird definitiv ausgelöscht. Und ich weiß nicht, ob die KI sich dessen bewusst ist, aber ich, also gerade er hat, kann uns nicht mehr den Krieg erklären. Er hatte die Chance mit dem Auslöschungskrieg. Er kann maximal ein Scharmützel erklären, aber ganz ehrlich, 25 Runden kriegen wir hin. Heiligen Krieg, ja, soll er machen. Und Expansionskrieg wäre maximal eine Stadt, dann ist das auch verloren, aber ein Auslöschungskrieg macht für ihn überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, das ist vorbei, die Zeit. Minus 300 oder 400, ich weiß nicht, wie viel er hat, das wird mit Sicherheit auch nicht weniger Malus sein, dann ist das Thema durch. Da braucht er sich also überhaupt keine Gedanken machen, dass er das überlebt. So, jetzt haben wir hier Körbe wieder. Ja, die holen wir uns. Wie haben wir denn auf Lager? Wahrscheinlich ausreichend, ne? Er ist ja auch wurscht. So, jetzt haben wir aber Metallwerkzeuge und da wollten wir in Colchester, den machen wir zu, den hier einmal aufwerten. Genau, zack. Ich möchte auf jeden Fall, dass Colchester schneller läuft und wächst. Wir können das beides noch nicht kaufen, ne? Wann sind wir denn da? Ja, dauert noch. Wir müssen hier unbedingt die Produktion boosten. Lass uns mal nach London gehen, was uns hier die Produktion so stark boostet. Eine Wohnung, die Docks, und die Zufriedenheit natürlich, ne? Und die Körbe, Wir könnten eventuell... Nee, wir können hier keine Docks bauen. Das geht nicht. Aber wir können eventuell versuchen, die Zufriedenheit in Colchester zu... Da sind wir schon bei 75, ne? Den Boost haben wir schon.
Kriegen wir denn bei der nächsten Stufe... Wir kriegen bei der nächsten Stufe einen weiteren Annehmlichkeiten-Slot. Ja. Dann können wir hier Körbe reinpacken. Dann erhöhen wir damit die Produktion noch ein bisschen. Oder wir gucken, dass wir irgendwas für die Lebensqualität machen. Dass wir auf 80 kommen. Dann würden wir, das sind nur 5, die wir brauchen, dann würden wir dann noch mehr boosten. Die Frage ist, was hätte man denn, was das hinkriegen kann? Also klar, Körbe sind auch mächtig. Aber bring uns... Doch, bring was. Doch. Wir verlieren den 10% Malus. Also Körbe sind mächtig. Wir könnten Schmuck nehmen. Produzieren wir nicht genügend von. Aber Schmuck wäre eine Sache, ne? 15 Zufriedenheit. Sind wir bei 90. Ist halt ein heftiger Boost. Können wir hier irgendwas machen, damit er schneller ist? 30 Runden und... Da machen wir die Gesetze. Tja, ich glaube nicht, ne? Da bräuchten wir, wenn dann, Edelsteine. Irgendwas? Ne. Ne. Moment, wir haben Edelsteine. Aber nicht viele, ne? Ja, eins. Sollen wir mal irgendwann bekommen. Oder Edelmetall. Tja, ist die Frage, wollen wir diesen 10er-Boost uns genehmigen? Dann sind wir bei 3. Wir machen das. Und dann sollten wir zusehen, dass wir irgendwo Edelmetall herkriegen. Das wäre zum Beispiel hier. Ist das Edelmetall? Nee, das ist Eisen. Das sind Silikate auch nicht. Silikate, Kupfer. Kriegen wir das hier oben? Ja. Aber auch nur in 10 Runden. Gott. Wir könnten hier versuchen, noch mit dem Steinwerkzeug zu boosten. Dann kloppen die da noch ein bisschen schneller drauf. Ja, weiß ich nicht. Das 10 Runden sind echt ein bisschen wenig. Nun gut, dann haben wir's. So, gucken wir hier einmal. 6 Gesundheitspunkte wurden geheilt. Top, du bist befestigt. Passt. Jetzt wollten wir hier nochmal weiterbauen. In Oxford die Werkstatt. Ja, das können wir fertig machen. Und dann können wir ein... Mit? Achso, war... Nee, ein... Ho will ich bauen. Ein Ho, bitte dahin. So. Also, das haben wir ausgegeben. Brot ist klar. Wasserbrunnen haben wir. Hier ist in London jetzt einmal der Hof aktiv. Und dann würde ich gerne ein weiteres Gebäude bauen in London. Den Altar. Wir müssten jetzt nämlich die Möglichkeit haben, den Palast zu bauen. Jetzt ist die große Frage, wo wir den hinbauen. Und da haben wir tatsächlich ein paar Probleme. Denn der, ich zeige es euch nochmal, den Bonus. Der Palast gibt 5 zusätzliche... Also 5 zusätzlich auf alle Stadtstatistiken zur Lebensqualität bei Errichtung in unserer Innenstadt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das hinkriegen. Diesen Malus oder diesen Bonus wollen wir natürlich auf keinen Fall irgendwie aufgeben. Jetzt haben wir dort tatsächlich unsere Wohnung, die können wir nicht wegmachen. Jetzt haben wir da die Feuerstelle, das können wir auch nicht wegmachen. Jetzt haben wir die Werkstatt, das können wir auch nicht wegmachen. Wir könnten die Drogerie wegmachen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist, wie lange wir halt ohne die Dinger aushalten. Wir sind bei Verbrauch pro Zug Produktion 0,4. Das heißt, wir könnten tatsächlich überlegen, dass wir das wegmachen. Und wir sind ja hier vorne in diesem Bezirk so und so schon auf Produktion und so gegangen. Also ich meine, hier vorne ist ja wirklich nur so gut wie gar nichts, was mit Essen zu tun hat. Deswegen würde ich hier auch dabei bleiben und hier eine Drogerie bauen. Zack. So, dass wir über der Drogerie hier, die zerstören wir. Ja, leider. Ja, die Sachen hier können wir auch rausnehmen, aber das, glaube ich, ist, glaube ich, in dem Fall egal. Und dann werden wir anstatt der Drogerie dann dort das Palästchen hinbauen in dieser Runde. So, also einmal dahin. Da kommt bitte der Palast hin.
Und den wollen wir auf jeden Fall als erstes haben. So. Also, einmal kurz nochmal ein Check-up. Wie sehen wir bei den Kräuterarzneien aus? 0,2. Ja, wir haben noch 20 Runden. Also, nicht 20 Runden. Wir haben noch 2 Runden. Produktionszeit müssen wir noch einrechnen. Also, 7, 8 Runden Zeit. Das heißt, wir sollten nach dem Palast auf jeden Fall die Drogerie bauen, dass wir diesen Bonus hier nicht verlieren. Ne? 15 Stadtgesundheit haben oder nicht haben. Das ist halt heftig, dann wären wir nur bei 40. Also das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. So, dann sind wir jetzt bei der nächsten Region und den nächsten Experten, den wir setzen können. Machen wir mal gleich. Und wir können einen neuen Vers auswählen. Oh, das ist gut. Wir checken das mal, was wir hier Schönes haben. Das ist gut. Das auch. Ah, das ist alles mächtig, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt die große Frage. Gehen wir mehr auf Ernte, was unsere Städte wachsen lässt? Das würde in Verbindung mit dem, was wir vorher gewählt haben, ganz gut gehen. Vermögen pro aktiven Handelseinkommen bringt uns eigentlich nicht so viel, weil wir nur eins haben. Wachstum pro Zug in deinem Hauptort für die darin enthaltene Religion. Wir spielen ja eigentlich weniger auf Religion. Wir müssen halt doch, also so ein bisschen wäre es halt gut. Also am besten gefällt mir tatsächlich die Ernteproduktion für alle Städte, wenn ich ganz ehrlich bin. Den finde ich tatsächlich noch mit am besten. So, Festmahl gefertigt, Keramikpötte. Und ein Gesetzbuch. Wunderbar. Dann kriegen wir den Gesetzbuch-Bonus jetzt wieder. Sehr schön. Das ist bei minus 6 Nahrung. Das ist wiederum unschön. Dann gucken wir mal, dass wir das ausgleichen können. Wir sind beim Palast in 5 Runden. Da brauchen wir zu viel Geld. Das haben wir jetzt nicht. So. Wir könnten tatsächlich Lincolnshire uns holen. Das würde ich tatsächlich auch bevorzugen. Hat zwar nur 2 Regionen. Aber wir hätten hier 4 Nahrung. Da können wir nochmal zwei Sachen bauen. Alternativ gehen wir vielleicht, wir gehen eher hier in diese Richtung. Nach Devon. Oder hier oben. Ganz einfach aus dem Grund, um sein Wachstum zu bremsen. Alternativ wäre auch hier oben gut. Wir nehmen Chichester. Finde ich noch besser. Also wir in diese Richtung sein Wachstum einfach mal ein bisschen einbremsen. So, jetzt nehmen wir uns unseren Experten. Da ist die große Frage, wo packen wir dich rein? Und ich würde dich eigentlich gerne da reinpacken. Auf die Produktion der Metallpötte. Ja. Dass wir... Habe ich noch einen? Ja, da mache ich auch noch einen. Dann würde ich dich gerne da rein haben, dass wir ein bisschen mehr Nahrung generieren. Dann sind wir nur noch bei minus 2. Gut. Zurück zur Karte. Dann gehen wir einmal durch. Kräuterarzt, nein. Ja, weiß ich. Sind wir dran. Deine Beziehung zu schließlich. Oh. Ob er das macht? Pass auf, wir versuchen das mal. Bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt. So, in Oxford können wir in der Werkstatt etwas produzieren. Wir packen da erstmal ein Steinwerkzeug rein. Es ist die große Frage, was wir brauchen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne irgendwo anfangen, Räder zu produzieren. So ein paar Räder mal zu haben, das kann mit Sicherheit nicht schaden. Zumindest mal so 5 Stück oder sowas. Pass auf, das machen wir mal. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das boosten können. Ja, nicht unendlich. Komm, legen wir uns mal 5 Räder auf Lager. Einmal Holz. Ach, guck mal, da haben wir ja genug von. Und Vermögen geben wir nicht aus. Ja, passt. So, 5 Runden sind 25 Runden. Das können wir erstmal durchlaufen lassen und uns ein paar Räder auf Lager legen. Das boostet uns auf jeden Fall noch ein bisschen. Wie viel Metall haben wir jetzt? Wir haben ein Metallwerkzeug. Mhm.
Da würde ich gerne die Produktion in der Werkstatt mit boosten, dass die Metallpötte schneller kommen. So, das haben wir gemacht. Gesetzbuch ist aktiv, sehr gut. Religiösen Vers haben wir verbreitet. Der Stadt geht es jetzt ein bisschen besser. Das Gesetzbuch ist aktiv. Alles ist im Load. Wir gucken uns mal Portsmouth nochmal an. Ja, durch den Produktionsbonus geht das hier halbwegs vernünftig voran. Wie sieht es in Oxford aus? In 15 Runden. In 9 Runden ist er fertig. Das wäre übrigens nach Palast und Co. müssen wir ein bisschen Oxford boosten. Jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Werte kommen und bitten um Rat. Es wurde ein alter religiöser Text gefunden, von dem sie glauben, dass er bedeutende Weisheiten enthält. Die Nation, die ihn gefunden hat, wird ihre Erkenntnisse jedoch nur mit uns teilen, wenn wir anerkennen, dass ihre Religion der unseren vorausging. Die Beweise stünden im Text, so sagen sie. Tja. 5 Zufriedenheit Abzug, Verbreitungsstärke. Weihrauchfass, allerdings 20 Beziehungen mit Frankreich. Wir machen das. Ich verzichte darauf, auf die Zufriedenheit. Das andere ist mir tatsächlich lieber. Ja. Gerade weil Frankreich da unten ein sehr wichtiger Partner ist. Das dürfen wir auf keinen Fall aufgeben. So, bei ihr. Ob wir einfach mal ein Geschenk anbieten, ein Kodex. 03. Ja, pass auf, das bringt überhaupt nichts. Wir warten nochmal ein Ründchen. Nächste Runde. Jawohl, sehr gut. Da ist er, der Leuchtturm. Und ein Scharmützel. Du Vogel, du. Ja. Verhindere 25 Runden, dass deine Nation Schaden nimmt. Ja, das denke ich mal, kriegen wir hin. Wir sind in einem Scharmützel um Leben und Tod. So, wir haben unsere Armeen. Wir bauen unsere Sachen auf. Tja, was sollen wir machen, Leute? Okay, Kanan Reeves steht hier. Wir werden es hoffentlich überleben. In London haben wir tatsächlich keine Verteidigungsarmee. Dann schicken wir mal die Linieninfanterie einmal nach London zurück. Ah, dann ist er natürlich hier ungeschützt, ne? Ne, pass auf, wir müssen in London, wie viel haben wir denn? Wir haben nur... Tja, jetzt haben wir tatsächlich genau das Problem, was ich eingangs erwähnte. Jetzt müssten wir tatsächlich Lord Sternchen oder Kanan Reeves mit Stufe 2 killen, damit wir eine weitere Armee in London erstellen können. Extrem ärgerlich. Aber wir bleiben bei unseren Verteidigungsmöglichkeiten. Wir haben bereits einen Bogenschützen gebaut. Das bringt uns natürlich auch, was die Produktion angeht, ein bisschen aus der Fassung, weil wir nicht allzu viele Materialien haben. Wir könnten die guten Bogenschützen bauen. Das sind... Tja, da können wir bauen. Wir haben einen Metallbarren. Da können wir einen von bauen. Das wäre möglich. Wir kriegen bald hoffentlich einen weiteren Metallbarren. Dann könnte man in der nächsten Runde einen Schwertkämpfer den Bogenschützen bauen. Ja, pass mal auf, wir müssen das ändern, dass wir den Schwertkämpfer jetzt einmal nach oben machen. Den werden wir auch nicht mit Geld boosten, den werden wir erstmal durchbauen. Und dann tut es mir wirklich leid, aber ich muss eigentlich beide Armeen auflösen, nacheinander. Tja, ist die Frage, wen wir nehmen, ne? Also eigentlich ist der Speerkämpfer besser, aber er kostet Metall, ne? Und er kann ja auch die Stufe 3 erhalten. Also eigentlich müssen wir tatsächlich Lord Sternchen auflösen, damit wir dort eine neue Armee machen. Und da gibt es ja mittlerweile... Ja, jetzt habe ich dich entfestigt. Nee, ne? So, pass auf. Da... Ah, wir können das nicht mehr machen. Hm. Tja. Es bringt nichts. Wir werden Lord Sternchen auflösen müssen. Und uns dann ein bisschen updaten. Aber wir müssen ja nur 25 Runden durchhalten. In Portsmouth sind wir, denke ich mal, ganz gut mit dabei. Wir sind in London halt schlecht befestigt. Wir müssen halt hier, dadurch, dass wir in Kent gebaut haben, können wir die Armee nicht abziehen, ne? Das ist natürlich doof. Oder wir machen das anders. Wir könnten...
Kanan Reeves runterziehen. Die Linie schicken wir nach Colchester. Sternchen lösen wir auf. Und in London bauen wir uns eine neue. So machen wir das. Aber das machen wir alles. Die Überlegungen treffen wir in der nächsten Folge. Schreibt gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.